Du willst wissen, wie ich selbst investiere? Tja, heute ist dein Glückstag. Zum Abschluss des Jahres zeige ich dir meine fünf besten Aktien aus dem Jahr 2020. Hey, mein Name ist X7 und heute geht's um mein persönliches Portfolio. Ursprünglich war eigentlich ein FAQ für das 500-Abo-Special geplant. Dementsprechend habe ich auf Instagram vorbereitet, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Als ich diese ausgewertet habe, kam zum Vorschein, dass alle Fragen, wirklich alle Fragen, sich nur auf mein Portfolio bezogen haben. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, stellst du deine besten Aktien 2020 vor und deine schlechtesten Aktien 2020. In diesem Part beginnen wir mit den besten Aktien 2020, weil ihr euch das gewünscht habt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, denkt dran, den Channel zu abonnieren, lasst gerne ein Like da und wenn ihr selbst bei so Fragen mitmachen wollt, folgt mir gerne auf Instagram. Ich heiße da X7 Finance. Platz Nummer 5 mit 48% Performance 2020 geht an die Amadeus IT Group, ein Unternehmen aus Spanien. Und was machen die? Die Amadeus IT Group bietet Softwarelösungen für die Luftfahrt- und Touristikindustrie. Ein Bereich, in dem man dank Corona eigentlich eher nicht arbeiten möchte. Aber ein sehr interessanter Bereich, den ich unbedingt in meinem Portfolio abbilden wollte. Wie kann man das genau verstehen? Sie haben verschiedene Vertriebspartner, meistens Reisebüros, aber es besteht auch eine Partnerschaft mit Booking.com. Und die Lösung von denen, beziehungsweise die Software, ist im Hintergrund aktiv. Das heißt, jede Buchung bringt Geld. Und das ist natürlich toll, wenn die Reisebranche boomt, wenn immer mehr Leute verreisen wollen, viele Flüge gebucht werden, viele Urlaube gebucht werden. Aber es ist schlecht, wenn sowas wie Corona kommt und die meisten Reisen einfach abgesagt werden müssen. Dementsprechend hat sich das auch im Kurs niedergeschlagen und die Aktie ist von 78 Euro auf 35 Euro runtergefallen, was schon sehr hart, aber verständlich ist. Ich wollte schon lange in dieses Unternehmen investieren, weil ich diesen Bereich einfach sehr spannend finde. Ich liebe Reisen und wollte diese Branche in meinem Portfolio irgendwie abbilden. Und das Ganze natürlich nicht gerne mit Fluggesellschaften. So eine IT-Lösung finde ich viel interessanter. Dementsprechend hatte ich die Amadeus IT Group schon länger auf dem Schirm. Sie war mir aber immer zu teuer. Und da kam Corona natürlich in diesem Fall jetzt perfekt, um eine tolle Aktie günstiger abzustauben. Aber ich sage euch eins: Es wird immer gesagt, legt euch eine Liste an mit Top-Aktien und wenn es irgendwie zum Crash kommt, dann kauft ihr günstig ein. Es ist so schwierig, selbst für Leute, die schon länger an der Börse sind, mit einem guten Gefühl in so eine Aktie einzusteigen, wenn man sieht, dass der Kurs immer wieder und wieder fällt. Man weiß nie, wann der Boden erreicht ist. Dementsprechend war es für mich auch schwierig, einen guten Zeitpunkt zu finden und das Tief erreicht niemand. Ich habe Amadeus IT Group am 11.05. zu 39,90 € in mein Portfolio gelegt. Und ein paar Tage später dachte ich schon so, nein, bitte fall nicht weiter. Und das ist vollkommen normal. Ich kann damit aber Gott sei Dank umgehen. Und die Aktie hat sich dann sehr stark entwickelt, hat sich dann ein bisschen seitwärts bewegt, ist dann wieder ein bisschen abgestürzt und steigt aktuell wieder ein bisschen korrigiert und steigt jetzt wieder. Und ich muss sagen, es ist für mich sehr schwierig, in so ein Unternehmen zu investieren, auch wenn es war sehr, sehr schwierig für mich, in das Unternehmen zu investieren, auch wenn ich nach wie vor langfristig von der Lösung überzeugt bin. Einfach aus dem Grund, weil ich Corona sehr kritisch sehe. Und weil ich es mir einfach noch nicht vorstellen kann, dass wir zu den alten Reisemöglichkeiten zurückkehren, die wir vorher hatten. Die Reiselust ist extrem groß, aber ich sehe da noch ein großes Risiko bei der Gesundheit. Trotzdem habe ich den Schritt gewagt und habe es geschafft. Ganz kurz zu den Zahlen. Der Kurs ist gerechtfertigt, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Und das liegt auf der Hand. Durch Corona gibt es weniger Flüge, weniger Buchungen, weniger Reisen, gleich weniger Umsatz. Nach wie vor bin ich trotzdem langfristig von dem Unternehmen überzeugt und bin froh, dass ich Amadeus IT zu einem relativ günstigen Zeitpunkt ins Portfolio aufnehmen konnte.
Platz Nummer 4 geht an ein Unternehmen, das ich schon länger im Portfolio habe, das ich dementsprechend in der Krise auch nachgekauft habe. Es geht an Tomra Systems, ein Unternehmen aus Norwegen, das ich auch an meinem 24. Adventskalender-Türchen auf Instagram vorgestellt habe als eine meiner Lieblingsaktien. Man soll keine Lieblingsaktien haben, aber das, was Tomra macht, finde ich toll. Es ist ein Recyclingunternehmen, es passt genau in die aktuelle Zeit, weil wir den Fokus auf Nachhaltigkeit legen und wir alle wissen, wie schrecklich Plastik ist. Das heißt, Tomra bietet Sammel- und Sortierlösungen und ich habe damals vor mehreren Monaten mal auf Instagram gepostet in der Story so, ich habe Leergut zurückgebracht, wow, faszinierend. Aber das war gar nicht das Faszinierende, sondern auf dem Bon stand Tomra Systems und dachte ich so, wow, diese Aktie habe ich in meinem Portfolio. Das ist irgendwie so schön, wenn man so die Aktien oder die Lösungen, die Produkte der Unternehmen, die man im Portfolio hat, von denen man einen kleinen Teil besitzt, wenn man denen dann im wahren Leben begegnet. Ich finde das auf jeden Fall faszinierend. Tomra ist weltweit aufgestellt und zählt quasi zu meinen Nachhaltigkeitsaktien. Habe ich die Performance genannt? Ich weiß es gar nicht. 63,8% Performance 2020. Platz Nummer 3 geht an ein Unternehmen, das glaube ich relativ wenige kennen, weil es auch eine sehr kleine Bude ist, wenn man das so sagen kann. Es handelt sich dabei um Mensch und Maschine mit einer Performance von 77%. Habe ich auch schon länger im Portfolio und konnte man im Crash sehr gut nachkaufen. Ein Unternehmen, wie der Name verrät, das aus Deutschland kommt. Und sie bieten CAD-Software und sind quasi die Profiteure des deutschen Baubooms. Und ich wollte schon lange den Fokus auch auf CAD-Software-Lösungen legen. Quasi als Nebenbestandteil meiner Immobilien-REIT-Sparte, wenn man das so nennen kann. Und ich einfach von Architektur und schönen Häusern wirklich sehr begeistert bin. Wie eben schon erwähnt, es handelt sich um ein sehr kleines Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 976 Millionen. Also müssen bedenken, diese Aktie wird sehr, sehr selten gehandelt. Wir haben eine Performance von 1239%. Und wenn wir jetzt auf Einjahressicht sehen, sehen wir, dass wir hier ein Hoch erreicht hatten, die Aktie dann abgestürzt ist auf 29 Euro und dann ein neues Hoch schon wieder erreicht hat. Also die Aktie hat sich schon wieder sehr, sehr, sehr gut entwickelt. Dementsprechend auch eine schöne Performance für mein Portfolio dieses Jahr. Und ich bin nach wie vor von dieser Aktie sehr überzeugt. Ein kleiner Funfact an dieser Stelle. Diese Aktie gibt es schon viel länger. Das sehen wir jetzt hier auf dem Chart nicht, weil wir hier nur den 10-Jahres-Vergleich sehen. Also die stand mal ungefähr hier beim neuen Markt und ist dann sehr stark abgestürzt. So Charts finde ich immer faszinierend. Was ich auch faszinierend finde, ist ein Bereich, in dem sie sehr aktiv geworden sind. Das sind die Seminare. Also sie bieten zwar Software an, aber bieten auch das ganze Know-how von sich an und bieten dementsprechend sehr viele Seminare an. Und die sind natürlich perfekt für so einen Lockdown. Was macht man, wenn es keine Präsenzseminare gibt? Online-Kurse und die sind sehr beliebt und sind auch schon sehr stark ausgebucht, was ich wirklich toll finde. Also ich kann an sowas nicht teilnehmen, weil mir das nichts bringt, aber als Aktionär finde ich so Fakten natürlich sehr toll. Platz Nummer 2 geht an eine Aktie, die ich erst am 2. Dezember gekauft habe und Veteranen des Channels wissen, um welche Aktie es sich handelt. Es handelt sich um MindMed bzw. Mind Medicine, die Teil der 111% Challenge ist oder vielmehr war. Sie hat nämlich in der Zwischenzeit, ich habe es auf Instagram geteilt, ich lasse es euch hier einblenden, bis zu 211% erreicht innerhalb kürzester Zeit, also extrem. Aber ich habe auch gesagt, diese Aktie ist hochriskant, dementsprechend steckt dann nur in Anführungsstrichen 250 Euro drin. Das ist quasi diese Challenge für YouTube gewesen. Die anderen Aktien haben natürlich viel mehr Geld an sich gewonnen, aber hier haben wir, weil ich mich auf die Performance beziehe, natürlich die beste Performance 2020 von Einzelwerten und
Aktuell beträgt die Performance nur noch 99,51%. Und wenn man sich sowas anschaut, wird einem bewusst, wie riskant die Aktie ist, wenn sie wirklich auf fast 4 Euro hochschießt und dann natürlich wieder sich sehr schnell korrigiert. Dementsprechend sind auch einige Gewinne wieder verloren, aber das ist bei so einer Aktie normal. Ich habe sie nach wie vor im Portfolio, finde dieses Unternehmen wirklich sehr spannend, aber wie gesagt, hochriskant. Wenn ihr wissen wollt, was MindMed genau macht, schaut euch dieses Video hier oben bei dem i an. Da stelle ich euch meine 111% Challenge-Aktien vor, die innerhalb von einem Jahr 111% erreichen sollten. MindMed hat es, wie gesagt, innerhalb von wenigen Tagen geschafft, was wirklich unglaublich faszinierend war. Kommen wir zu Platz Nummer 1. Die Leute auf Instagram wurden schon gespoilert und wissen es. Es handelt sich um keine normale Aktie, es handelt sich vielmehr um ein anderes Asset. Ich wollte es aber hier aufgreifen. Es handelt sich um Bitcoin. Und Bitcoin hat bei mir eine Performance von 290,34% erreicht. Was wirklich unglaublich extrem ist und womit ich auch nie und nimmer gerechnet habe. Zum Hintergrund, ich verfolge die Kryptowährung schon sehr lange und habe auch einige verschiedene Kryptowährungen in meiner Wallet. Das sind aber meistens Kryptowährungen, die ich irgendwie gratis bekommen habe. Wenn ihr selbst wissen wollt, wie ich Kryptowährungen gratis verdient habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich dazu ein Video. Jedenfalls kam Bison raus und ich wollte Bison unbedingt gerne mal testen. Bison ist eine deutsche App, mit der man in Kryptowährungen wirklich sehr einfach ohne eigene Wallet investieren kann. Das ist so die einfachste Lösung für Leute, die sich zu unsicher sind, wenn es um Kryptohandel im Ausland geht. Vor allem, weil da sehr viel Scam unterwegs ist und man bei Bitcoin und Kryptowährungen sehr aufpassen muss, weil da sehr viel versprochen wird und sehr viel betrogen wird. Dementsprechend ist das so die sicherste Lösung, wenn man denn an einer Börse, die in Deutschland liegt, Bitcoin handeln möchte. Wenn du das selbst machen möchtest, kannst du unten auf den Link in der Beschreibung klicken. Da bekommen du und ich 10 Euro Bitcoin geschenkt, wenn du dir ein Depot bei Bison errichtest. Das geht wirklich sehr schnell und du dann auch Bitcoin kaufst. Okay, wie kam es dazu? Wie gesagt, ich wollte Bison testen und habe dann am 17.03.2020, als der Bitcoin bei 4.963,70 Euro stand, mir Bitcoin gekauft. Und dachte so, ja, komm, wir sind im Corona-Crash, ein bisschen Geld, um Bison mal zu testen, mal sehen, was damit passiert. Entweder fällt es weiter oder nicht. Und Bitcoin ist in eine Rakete gestiegen und liegt aktuell bei 20.665,85 Euro. Wahrscheinlich ist die Performance von mir jetzt sogar noch höher als zu dem Zeitpunkt, als ich das ausgerechnet habe gestern Abend, weil Bitcoin ist ja unabhängig von den normalen Börsen. Bitcoin wird immer gehandelt und steigt und fällt auch am Wochenende. Also unglaublich, damit hätte ich aber auch nie gerechnet, dass von diesen fast knapp 5000 Euro, also 4963, der Bitcoin auf 20.600 Euro steigt. An dieser Stelle eine kurze Warnung. Bitcoin ist High Risk und die ersten zwei Aktien, also MindMed und Bitcoin, also Bitcoin ist keine Aktie, aber die ersten zwei Investments sind wirklich sehr, 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 sehr kleine Prozente in meinem Portfolio. Also selbst wenn der Bitcoin und MindMed auf 0 Euro fallen, ist das zwar schade, aber das würde mich jetzt nicht finanziell ruinieren oder so. Das sind wirklich nur kleine Positionen und dementsprechend können Zockeraktien auch sehr tolle Performances in kürzester Zeit erreichen, aber sie können auch so schnell, wie sie oben waren, auch wieder runterfallen. Das sieht man bei MindMed von 211% auf nur noch 99% Performance. Ist schon ein großer Unterschied und mit sowas muss man auch leben können, sowas muss man verkraften können. Und sowas sollte nie der Kern eures Portfolios sein. Also das sind jetzt nur extra Investments. Ich habe immer mein Kerninvestment, also meine ETF-Sparpläne, die die Basis meines Depots bilden. Ich wollte nur noch mal zum Schluss, weil so schöne Performances immer toll aussehen und Leute
denken dann so, oh, ich will das auch erreichen. Das ist lange Arbeit und auch viel Glück bei Platz 1 und 2 auf jeden Fall. Das sind reine Spekulationen. Das ist jetzt nicht, wo ich von ausgehe, so, oh, Bitcoin und MindMed haben ein solides Geschäftsmodell, das in den nächsten Jahren so stark wachsen wird. Also Bitcoin ist ja kein Geschäftsmodell, aber versteht, was ich meine. Bei den anderen drei Unternehmen sieht das anders aus. Da glaube ich langfristig dran. Platz 1 und 2 sind heiße Wetten, die ich sehr spannend finde, die aber nichts Solides sind. In meinen Augen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, damit es nicht nur schön aussieht und nicht nur die beste Performance meines Portfolios gezeigt wird, jetzt bezogen auf 2020, gibt es im nächsten Video meine Flop 5 Aktien. Seid gespannt. Ich bin selbst gespannt. Die Liste habe ich noch nicht komplett rausgestellt. Ich habe nur, ich glaube, aktuell drei oder vier Werte auf dem Schirm, die da ungefähr hinkommen. Ja, seid gespannt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welche Aktien oder Assetklassen bei euch am besten performt haben. Und wie gesagt, wenn du Bison testen möchtest, klick auf den Link in der Beschreibung. Da bekommst du 10 Euro, wenn du den ersten Bitcoin kaufst. Also keinen ganzen Bitcoin, sondern wenn du die erste Summe in Bitcoin investierst. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.